Schönen guten Tag zum neuen R-Test und ich gebe zu, die heutige Frage ist relativ simpel, nämlich schmeckt laktosefreie Milch? Es gibt Leute, wie mich eigentlich auch, die eher laktosefreie Milch trinken müssten, weil es sonst, sage ich mal, körperliche Folgen hat, wenn man die trinkt, die normale Milch. Aber ich glaube, ich habe noch nie so richtig absichtlich laktosefreie Milch so getrunken und ich möchte einfach mal wissen, ob die auch wirklich genauso schmeckt wie normale Milch. Ich habe jetzt keine Vergleichsmilch hier, weil ich weiß ja, wie Milch schmeckt. Aber vorher gucke ich noch mal, was hier so drauf ist. Es sind 3,8% Fett. Es wird darauf Wert gelegt, dass es ohne Gentechnik ist. Ultra hoch erhitzt und homogenisiert. Die laktosefreie Haarvollmilch ermöglicht durch die Spaltung der Laktose in Glucose und Galaktose mit dem Enzym Laktase den vollen Milchgenuss. Was ich ja immer ein bisschen kritisiere, dass auch hier nicht draufsteht, woher die Milch kommt. Hier wird auch wieder nur angegeben, für Edeka hergestellt, für Edeka-Zentrale in Hamburg, aber nicht woher. Vielleicht gibt es hier irgendwelche geheimen Nummern, die hier draufstehen, die aber natürlich Otto Normalverbraucher nicht erkennt. Ja, ich glaube, die ganzen Zutaten, es ist Vollmilch und Laktase, aber das ist in dem Fall ja gar nicht so wichtig, weil es darum nicht geht. Was natürlich ganz interessant ist, dass auch in Milch 5 Gramm Zucker drin sind, in 100 Milliliter, aber naja, jetzt ist es, wie gesagt, darum geht es nicht. Ja, und deswegen mache ich die doch jetzt einfach mal aufschütteln, muss man die ja, glaube ich, auch nicht. Was interessant ist, dass die sehr lange haltbar ist. Ich habe die schon eine Weile in meinem Kühlschrank, die ist immer noch bis 3. April 2022 haltbar. Und ich habe die, glaube ich, schon 2 Monate im Kühlschrank. Weil man weiß ja nie, wenn man so einen Test aufnimmt. So. Riecht wie Milch. Ja, sieht aus wie Milch. Weiß. Natürlich im Weihnachtsmannglas, das ist ja, also man kann ja hier mal gucken, es sieht aus wie Milch. Ja, und ich bin überrascht, es schmeckt wirklich ganz normal. Tschüss. Nee, also wirklich, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist ja Milch, es ist auch Vollmilch, sie ist halt bearbeitet. In der Hinsicht, was ich vorhin vorgelesen habe, aber sie schmeckt wirklich genauso. Und da fällt mir gerade mal wieder auf, wie lecker eigentlich Milch ist. Also wie wirklich lecker Milch ist. Trinkt mehr Milch, Leute. Also L-frei, laktosefrei. Für die, die es darüber lustig machen, also es ist wirklich super, dass es das gibt für Leute, die halt laktosehaltige Milch nicht so richtig trinken können. Insofern, wer das Problem hat, kann diese Milch kaufen und die schmeckt wirklich genauso lecker wie normale Milch. Dann war's das schon. Bis zum nächsten Mal.